In der definitiven Spitalbotschaft tut man jetzt stark Weil festheben schlussendlich, obwohl das Spital der Region Fürstenland Toggenburg stark defizitär ist. Warum? Ja, man muss natürlich für so eine Beurteilung mal Patientenströme vor allem anschauen. Und das Einzugsgebiet ist natürlich aus Weil höher als das aus Wattwil ist. Und das hat auch Beweggründe gegeben, dass eigentlich die Regierung gesagt hat, am Spital Weil festhalten. Man muss auch sehen, dass wenn man jetzt Weil zumachen, was ja auch in die Diskussion eingeschoben worden ist, und dafür Wattwil machen, so geht eigentlich nach unseren Patientenströmbewegungen lediglich 9% nach Wattwil. Die anderen Patientenströme würden primär nach St. Gallen gehen, respektive außerkantonal. Und mit diesen lediglich 9% erreicht ein Spital Wattwil nicht die kritische Größe. Und deshalb macht das aus unserer Sicht keinen Sinn. Wir haben darum eine gescheitere Alternative für Wattwil erarbeitet, für eine hochspezialisierte Pflege. Und ich glaube, da können wir Wattwil etwas Einzigartiges bieten. Und da sind wir überzeugt, dass wir da eine nachhaltige, gescheite Lösung erarbeitet haben. Bleibt denn jetzt Wattwil ein Spital? Oder wie ist denn das genau anzuschauen? Wenn man es genau juristisch anschaut, ist es kein Spital mehr, aber es hat eine integrierte Gesundheitsversorgung dort drin, und ich glaube, das ist das Wesentliche. Es hat also ein Notfallzentrum in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten. Es hat weiterhin die Möglichkeit, ambulante Dienstleistungen für den Gesundheitsbereich zu erarbeiten. Es hat Spezialthemen drin, wie ich jetzt gesagt habe, mit Solviva, die hochspezialisierte Pflege. Wir wollen auch das Thema der Langzeitalkoholentzug können weiterhin in Wattwil anbieten. Das ist heute so drin, das ist einmalig im Kanton St. Gallen, dem wollen wir festhalten. Und mit dem gesamten Konzept sind wir eigentlich überzeugt, dass wir die Infrastruktur, die wir jetzt neu gebaut haben, auch weiterhin kann brauchen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Anliegen. Und auch von den Arbeitsplätzen ist nach unserer Ansicht an und für sich, die Arbeitsplätze sind sicherlich nicht identische, aber von der Anzahl sind die in etwa gleich, wie wir heute haben. Es hat sich ja im Rahmen dieser Vernehmlassung noch eine weitere Forderung gegeben. Und zwar ist gefordert worden, dass man sowohl Weil wie auch Wattwil schliessen soll und dafür einen Neubau im Raum Batzenheim oder allenfalls auch Rickenbach bauen soll. Das ist jetzt nicht weiter verfolgt worden. Warum nicht? Nein, weil eben das Thema ist eigentlich vor allem, man muss eigentlich mal schauen, wo kommen die meisten Patienten her. Und dort liegt eigentlich Weil nicht schlecht, das muss man festhalten, wenn man die Patientenströme einfach da anschaut, aus dem Potenzialbereich raus. Und deshalb hat man das Modell von einem Neubau auf grüner Wiese, kann man ja dem eigentlich sagen, hat man nicht weiter verfolgt. Können wir noch kurz auf Flawild sprechen? Dort wird jetzt ein Notfallzentrum oder soll errichtet werden, so muss man sagen. Warum macht man das zum Beispiel nicht eine Palliativabteilung, so ähnlich wie man es in Wattwil auch macht? Sofern die ambulant angeboten wird, ist jetzt das möglich. Weil wir will ja jetzt zusammen mit den niedergelassenen Ärzten, aber auch mit dem Pflegeheim, will man jetzt schauen, was können wir effektiv anbieten. Da ist der Fächer offen und ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass sich in diesem Bereich, sofern es eine ambulante Dienstleistung ist, da ein Angebot kann gemacht werden, weil die Pflegeheim liegt ja neben deren Infrastruktur und von dem her ist sie prädestiniert, dass man so etwas könnte machen. Der einzige Unterschied ist einfach, es wird nicht mehr ein stationäres Spital sein, wie man sich heute eigentlich gewöhnt ist. Erwartet Sie Widerstand jetzt weiter aus Flawil und aus Wattwil? Ich gehe schon davon aus, dass da weiterhin natürlich an dem bestehenden Status quo, den man hat, wenn immer möglich, festgehalten werden wird. Aber im politischen Prozess wird man hoffentlich auch schauen, was sind jetzt die Alternativen anbieten. Ich hoffe einfach, dass man die Alternativen, die jetzt wirklich auf dem Tisch liegen, genau anschaut und die nicht nur schlecht reden.